Hey Leute, willkommen zurück zum wahrscheinlich schon vorletzten Part von Let's Play Wario Land 4 im Super Hard Mode. Und jetzt schauen wir uns die Pinball Zone an. Das ist vielleicht mein Lieblingslevel oder mein Zweitlieblingslevel. Ich weiß es nicht genau, es ist auf jeden Fall ein verdammt cooles Level, so viel steht fest. Schon allein der Look hier finde ich total cool. Wie als wäre man, ich weiß nicht, in einer Flippermaschine oder so. Ist auf jeden Fall richtig cool hier. Und ja, das war eine Stachelkugel. Stachelkugeln sind böse. Das merken wir uns jetzt ab. Das merken wir uns ab jetzt. Ja. Gut, nächster Versuch. Das kennt ihr ja inzwischen von diesem Spiel, dass man ja die ersten Male oftmals auf die Fresse kriegt. Und sobald man sich aber ein paar Herzen geangelt hat, funktioniert es dann einigermaßen. Ja, und also das Prinzip dieses Levels ist auch verdammt cool einfach nur. Ich mag das richtig gern. Und wow. Was das Prinzip des Levels ist, das werden wir dann gleich sehen, wenn wir im ersten richtigen Raum des Levels sind. Denn das hier ist nur so ein Vorbereitungsraum quasi auf das, was jetzt dann gleich kommt. Der Vogel macht mir so ein bisschen Angst, aber passt. Da ist ein Herz. Das will ich haben. Du lass mich in Ruhe. Okay. Wow. Stimmt, die respawnen ja. Richtig. So, jetzt sind wir im ersten so richtigen Raum. Und hier haben wir jetzt vier von diesen grimmig schauenden Bällen. Und die müssen wir immer in diese Maschinen hier reinwerfen, während sie gerade geöffnet sind. Also wenn sie geschlossen sind, wie jetzt, dann funktioniert es nicht. Und dort ist der weitere Durchgang. Dort könnt ihr auch eine Tür sehen. Das wird aber versperrt von einem Block, auf dem eine 3 steht. Und jetzt nur noch eine 2. Wir müssen nämlich jeden einzelnen Block in so ein Teil reinwerfen. Und wenn wir das komplett geschafft haben, also viermal, erst dann dürfen wir weiter. Ja, und die Idee finde ich einfach richtig cool, weil es auch wieder etwas völlig anderes ist als alles bisher Dagewesene. Und ja, genau deswegen mag ich das so gern. Und man kriegt auch immer noch eine goldene Münze, wenn man das geschafft hat. Ich glaube, hier in dem Raum ist jetzt aber nichts mehr. Ich glaube auch, die Verstecke sind hier relativ fies teilweise. Deswegen muss ich auch wirklich aufpassen, dass ich nichts übersehe. Und dort ist gleich am Anfang, man stirbt, gleich am Anfang so ein Erste-Hilfe-Kasten, wo wir, geh weg, ja, ist mir egal, wo wir volle Herzen kriegen und das tut richtig gut. Okay, ich fühle mich sehr, sehr sicher. Und das ist auch gut so. So, da haben wir Ball Nummer 1. Es wird jetzt auch von Mal zu Mal natürlich schwieriger, sowohl diese Dinger hier zu erreichen, als auch überhaupt an die Bälle ranzukommen. Also, alles wird schwieriger. Aber genau so soll es ja sein. So, erstmal hier rüberwerfen. Ja, dann schauen wir mal hier hoch. Diese Vögel hier, die regen mich auch auf. Geh weg. Okay, und dann werfen wir mal hier rein. Und zack. Okay, gerade noch so getroffen. An den muss ich mit einer Stampfattacke hinkommen. Okay. Chill, chill, chill. Ja, genau, dann nehmen wir uns den hier vor. Und, ne, Wurf. Okay. Oh, die goldenen Münzen kriege ich nie. Die fliegen manchmal nach links und manchmal nach rechts. Da habe ich keine Ahnung. Und das ist schon der letzte. Ja. Jo, dann machen wir das auch noch gleich schnell. Aber wir gehen noch nicht durch die Tür. Denn in diesem Raum gibt es noch einiges anderes, was wir erkunden müssen. Aber wir holen uns mal die 500 münzenwertige Goldmünze oder so schon ab. Und gehen erstmal hier durch. Da ist nämlich eine Bonusröhre. Okay. Ja, hier müssen wir sowas machen. Mit dem Feuer hoch. Immer wieder den Schalter drücken und dann kommen wir zum Kristall. Kein Problem. Okay. Aber wir haben sonst noch überhaupt gar nichts in dem Level gefunden. Das finde ich nicht ganz so toll. Vielleicht finden wir ja jetzt in dem Raum noch etwas. Zumindest einen Kristall. Ich hoffe es. Man kann nämlich auch noch hier rein. Genau. Dafür will ich erstmal nach oben. Wenn ich das denn schaffen würde. Okay. Dann können wir uns jetzt nämlich auch gleich noch das Herz holen.
Und dann hier rein. Ah, und dort ist schon die erste Truhe. Okay. Sonst ist hier aber nichts mehr. Das sieht so ein bisschen verdächtig aus da, aber nee, da ist nichts. Okay, und ich glaube, das war's auch für diesen Raum. Gut, jetzt sind wir wieder in so einem Zwischenraum. Also, es wird immer so sein, ein Raum, wo wir diese vier Bälle da reinwerfen müssen und dann hier ein so Raum, ja, der so einen Zwischenraum darstellt, wo wir mit Stachelkugeln beschossen werden. Bisschen viele. Wow, 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 das war knapp. Das war richtig knapp. Okay, ich glaube, hier ist noch nichts mehr. Okay, und der nächste Raum. Und es wird immer schwieriger. Mach mal, damit ich da nach unten kann. Ah, jetzt werden wir auch mit den Laserstrahlen hier beschossen. Und das ist richtig fies. Denn wenn die uns treffen, dann ziehen sie uns, glaube ich, auch eine Goldmünze ab. Und hier kann man, genau, hier kann man durch. Und dann ist dort der nächste Kristall. Und ich brauche hier aber den Fetti. Okay. Dann komm mal mit, Fetti. Das ist jetzt euer neuer Spitzname. Fetti. Chill. So, wirf. Dankeschön. Wenn man fett ist, dann ist man auch unverwundbar. Also, das ist ja bei jeder Verwandlung so. Dann kann man auch nicht von dem Laserstrahl getroffen werden. Und hier ist gleich noch eine Bonusröhre. Okay. Oh, speck mal schneller ab, Wario. Danke. Was haben wir hier denn? Oder erinnere ich mich, glaube ich... Ja, da erinnere ich mich auch noch. Hier sind jetzt die ganzen Viecher. Wir müssen ihn dazu bringen, genau hier hinzuwerfen. Na komm. Dann auf den Schalter drauf und dann schnell nach unten. Denn wir müssen schnell genug da sein, weil sonst würde das ganze Geld hier nach unten in die Tiefe gelangen und wir würden nicht mehr hinkommen. Aber wir haben zum Glück ja alles abstauben können. Nice. Wow. Chill. Okay, wir haben bisher, glaube ich, aber erst einen, oder? Ja, wir haben erst einen, okay. Ich habe auch keine Ahnung, wo die anderen Bälle sind. Ja, yeah. Verdammt nochmal, das ist jetzt so viel los. Da ist einer, okay. Den muss ich auch wieder mit einer Stampfattacke da reinbringen. Komm, okay. Wow, 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 wow. Boah, diese scheiß Laserstrahlen, hey. Also, die sind echt richtig fies. Ah, hier ist noch ein Ball. Vor allem, weil normale Gegner, es gibt zwar auch schwierige Gegner natürlich, aber die kann man halt besiegen. Wenn auch nur für kurze Zeit, aber diese Laserstrahlen hier, die kann man nicht besiegen. Deswegen kommen sie immer wieder und genau das ist das Schwierige an ihnen und der nervt mich auch richtig. So, geh mal weg. Und lass mich nach oben. Dankeschön. Da muss einer rein, okay. Ach, dann halt nicht. Und, okay, hier haben wir wieder das gleiche Spielchen, auch wieder mit Stampfattacke. Und rein. So, gibt es hier noch ein Geheimnis? Ich glaube eigentlich nicht. Ich will erstmal die 500 Münzen, danke. Kommen hier rein? Okay. Hier auch nicht. Ne, okay, ich glaube, das war's an Geheimnissen. Gut. Ja, wieder mal ein Zwischenraum. Mit vielen, vielen Gegnern und vielen, vielen Stachelkugeln. Boah, und diese ganzen Vögel hier, die regen mich auch so auf. Das sind ja meiner Meinung nach die nervigsten Gegner. Und die kommen hier so oft vor. Hier geht's weiter. Aber da links war auch noch was. Und ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass da, glaube ich, die CD ist. Oder auf jeden Fall was Wichtiges. Ja, es ist die CD. Okay, nice. Die ist jetzt nicht so schwierig versteckt hier. Man muss halt drauf kommen, dass man da nach links muss und nicht gleich weiter nach rechts, wo die Tür ist. Okay, die Bälle kriegen wir hier alle auf dem Silbertablett serviert. Aber, aber ich behaupte mal, der Rest wird nicht ganz so leicht. Kann ich die eigentlich auch so töten? Nein, aber umwerfen. Ja, okay. So, man kann hier nach unten, das weiß ich noch. Und hier sind mehr Idioten. Sterbt. Ah, und hier ist auch so ein Typ. Hier muss ich also hin. Okay, dann komm mal her, Ball. Balli, balli, balli. Dankeschön. Und rein damit, bevor mich der Laserstrahl... Nein, 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 oh. Hä, jetzt war er doch irgendwie drin. Okay. Habe ich jetzt irgendwie gar nicht mitgekriegt, dass ich den dann doch reingeworfen habe. Hier irgendwo ging es mal noch links rein. Das weiß ich noch. Ich weiß noch nicht mehr wo. Ah, hier. Okay, und hier ist dann der dritte Kristall. Schön. Schön, schön, schön. So, jetzt müssen wir uns nach
oben kämpfen. Erstmal die. Ja, ich töte erstmal die ganzen Viecher. Weil das ist sonst zu nervig. Und Moment mal, aber da konnte man, glaube ich, rechts rein. Ja. Ah, und dann muss ich von hier aus den Ball reinwerfen. Okay. Und zack. Und außerdem ist da noch eine Bonusröhre. Schon die dritte, glaube ich, in diesem Level. Hier ist aber wieder nur ein Erste-Hilfe-Kasten. Warum denn zwei? Das macht wenig Sinn. Aber okay. Nehme ich gerne. Es sind ja immerhin auch 500 Münzen, die wir kriegen. Ich meine, wir kriegen von dem Erste-Hilfe-Kasten 500 Münzen. Und dort sind noch 5 Kristalle, die auch jeweils 100 wert sind. Das heißt, im Prinzip hätte man da auch einen Kristall verstecken können. Hätte denselben Wert. Aber man wird zusätzlich noch komplett geheilt. Also, ja, beschweren kann ich mich da jetzt nicht. Gut. Was sagt denn der Countdown 2? Genau, die 2 fehlen noch. Okay. Und zwar muss einer da rein. Ja, das haben wir schon hingekriegt. Nice. Nicht dein Ernst. Jetzt hängt der da, aber... Man kann einfach hier eine Stampfattacke machen und dann fällt er automatisch rein. Boah, ein bisschen viele Laserstrahlen sind jetzt hier. Ein bisschen. Das war auch knapp. Aber hat gepasst. Und euch zwei will ich auch noch tot sehen. In der Hölle schmorend. Nice. Ja, läuft gut bisher. Na, muss ich mir jetzt treffen lassen. Weil ich wollte nicht durch die Tür gehen. Ich wollte noch die 500 Münzen abstauben. Wow, 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 wow. Nee, ich glaube, zu dem Schlüssel kommen wir noch. Fuck! Chillt mal. Aber man kann hier doch noch irgendwie was machen, oder? Aha, seht ihr? Ja, genau. Und hier ist sogar ein Kristall. Ist das war das jetzt ein Fehler? Ja gut, jetzt muss ich halt hier nochmal durch, aber das bleibt gelöst. Das Rätsel hier, deswegen passt es. Okay, schön. Wir haben schon alles. Außer den Schlüssel, aber den kriegen wir hier noch. Und wir haben auch die 10.000 Münzen. Also das heißt, einfach nur noch für uns jetzt beeilen. In 3 Minuten 30. Und natürlich gibt es auch wieder beim Rückweg solche Rätsel. Mit vielen, vielen, vielen Lasern. Okay, und wieder mal enormen Lag. Das tut mir auch wirklich leid, Leute, aber... da kann ich jetzt auch nichts dagegen machen. Ist nun mal so. Ist halt immer so, wenn viele Gegner sind oder wenn viel im Bildschirm los ist. Und vor allem auch immer, wenn man wieder auf dem Weg zurück ist, weil ihr seht ja, der ganze Bildschirm wackelt hier so ein bisschen, als gäbe es ein Erdbeben oder so. Und ich glaube, das macht dann... wow. Das trägt dann auch nochmal einiges dazu bei, dass es hier so laggt. Aber ja, ist ja jetzt nicht so schlimm. Okay, das ist schon der zweite. Wir müssen dem auch hier immer folgen. Weil wenn wir einfach wieder nach unten fallen würden, ich glaube, dann würde der nicht reinfallen. Also der muss die ganze Zeit im Bildschirm sein. Und man kann ja auch immer an diesen orangefarbenen Linien erkennen, wo die Bälle denn hin müssen. Das ist auch immer so ein kleiner Hinweis, falls man keine Ahnung hat, was man machen muss. Sieht man ja hier, dass man einen reinwerfen muss. Und man sieht auch, dass man hier einen hochwerfen muss. Dieser Weg hier ist nur dazu da, um dem Ball eben zu folgen, weil er eben die ganze Zeit im Bildschirm sein muss. Sonst würde er, glaube ich, wieder respawnen an der Stelle da, wo wir ihn gefunden haben. Aber das wollen wir natürlich nicht. Ja, den nehme ich noch mit. Wie gesagt, Wario lässt nichts liegen. Okay, wir haben den Schlüssel. So, stirb mal. Okay, wir haben noch 2 Minuten. Das ist aber schon das letzte Rätsel, das wir jetzt machen müssen. Das ist der Vorteil. Stirb, stirb, stirb. So, gehen wir nach unten. Dann ist hier noch der nächste. Okay, hier sind die Bälle jetzt auch ein bisschen mehr verteilt. Aber ich glaube, die Maschinen, in die wir sie reinwerfen müssen, ja genau, die sind alle auf einem Fleck. Jetzt sind die im Weg. Ich glaube, ich spinne. Stirb. Und stirb. Okay. Dann hier erstmal die ganzen Blöcke wegmachen. Und reinwerfen. Okay. Und den nächsten, den können wir uns auch gleich schnappen. Dann einfach hier reinwerfen. Okay.
Und die letzten beiden Bälle sind, glaube ich, hier rechts noch irgendwo. Ja, genau, da oben. Auch einfach am besten mit Stampfattacke holen. So. Ja, der obere... Ah, für den oberen muss ich noch extra nach oben laufen. Mache ich jetzt dann gleich noch. Ja, das sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. Sieht wirklich relativ gut aus. Ach, geh rein jetzt. Weil wenn wir das geschafft haben, dann kommt nicht mehr viel. Dann kommt fast gar nichts mehr sogar. Ja, also das müsste wirklich hinhauen. Okay, und zack. Und das war's. Jupp. Okay. Wenn man hier ganz links steht, dann sehen sie einen nicht mal. Auch sehr schön. Hier müssen wir jetzt noch den ganzen Weg wieder nach unten rollen. Aber dann haben wir es, glaube ich, auch schon geschafft. Richtig. Okay, ja, das war wirklich kein großes Problem. Freut mich. Aber es ist wirklich ein richtig cooles Level. Einfach die Idee mit diesem... die Bälle da reinwerfen, das finde ich total cool. Und wie es auch von Mal zu Mal immer schwieriger wird, am Anfang hat man ja, waren die Bälle sofort am Anfang und auch in die Dinger reinzuwerfen war kein Problem und dann wird es von Mal zu Mal immer schwieriger und ja, das gefällt mir einfach richtig gut an dem Level. So, und damit fehlt uns hier in der Fabrikwelt nur noch der Boss. Und die Fabrikwelt ist ja auch schon die letzte Welt, deswegen sind wir schon so kurz davor, dieses Let's Play zu beenden. Und übrigens, wie ihr an meinen Münzen links oben sehen könnt, ich habe mir wieder ein paar geholt. damit, falls wir Probleme haben sollten, wir uns mit Items eindecken können. Aber wie immer werde ich den Boss am Anfang ohne Items probieren. Und mal gucken, ob es mir möglich ist, ihn in einer Minute zu schaffen. Denn man hat ja, glaube ich, wirklich bei jedem Boss immer 2 Minuten. Und nach der ersten Minute verschwindet schon die erste Box. Oder die erste Schatztruhe. Ja, man hat wirklich immer 2 Minuten. Das will ich nicht. So, es ist eine gigantische Kuckucksuhr. Wir müssen immer unter ihr durchlaufen, um sie dazu zu bringen, nach uns zu greifen. Dann dagegen schlagen. Und ja, das war's auch schon. Aber sie hat jetzt auch einige Attacken drauf. Sie kann entweder hier mit dem Zahnrad... auf uns schleudern oder sie kann auch links noch so eine Elektrizitätsattacke machen, mit der sie mich gerade getroffen hat. Na mach. Boah, das war knapp. Okay, schon die zweite Phase. Dieses Vieh hier. Das kackt jetzt die ganze Zeit Eier aus, die wir greifen müssen und ihm auf den Kopf werfen müssen. Aber nur ganz oben auf den Vogel, der auf seiner Stirn ist. Und er wird auch von Mal zu Mal natürlich schneller. Aber es läuft verdammt gut. Nein, nein, nein! Yes! Er ist so ein Lappen. Nice, okay, haben wir die Items überhaupt gar nicht gebraucht. Sehr schön. Das letzte Leben von ihm ist eigentlich relativ schwierig, weil man muss sein Ei packen und aber ihn von vorne angreifen und nicht von hinten, weil er nämlich bei seinem letzten Leben zu schnell ist dafür. Und wenn man die Eier nicht greift, dann habt ihr ja auch gesehen, dann schwirren unten so kleine Enten rum. Und nach einer Zeit explodieren die dann und wollen einen töten. Also, ist eigentlich echt nicht einfach, aber wir haben es tatsächlich hingekriegt, ohne Items. Schön. Wir haben alle Welten abgeschlossen. Und jetzt kommt das Finale von diesem Spiel. Denn jetzt können wir in die Pyramide rein. Und ich mache jetzt mal den übelsten Cliffhanger, ich bin so böse. Wir werden nämlich erst im nächsten Part in die goldene Pyramide reingehen. Wenn euch dieser Part gefallen hat, dann könnt ihr gerne noch einen Daumen hoch geben oder auch noch einen netten Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, auch meinen Kanal abonnieren. Und wenn ihr wissen wollt, wie es in der goldenen Pyramide aussieht, dann unbedingt dranbleiben bei Let's Play Wario Land 4 im Super Hard Mode. Ciao Leute!